Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Und ihr habt uns am Samstag diesen gemacht mit einer Wurst-Challenge. Mit dem lieben Marco vom Ehrlichen Essen. Mit der Oberwurst. Mit und was das wird, zeigt euch gleich. Viel Spaß dabei. Wenn ich Marco schon mal da haben, dann müssen wir nicht ein Rezept machen, sondern dann müssen wir eine Nummer machen, wo wir Spaß dran haben und wo ihr Spaß dran habt. Und zwar ist es die Wurst-Challenge. Und die Wurst-Challenge werden wir und ihr könnt die auch auf Instagram dokumentieren mit dem Hashtag Wurst-Challenge. Und zwar, wie die Regeln sind folgendermaßen. Wir haben 14 Würstchen, das sind 300 Gramm von Nürnbergern. Ideal welche? Ja, außer ihr werdet gesponsert, dann nehmt die von denen ich gesponsert werde. Ich finde auch gut, dass du mich nicht überforderst. Rezepte überfordern mich grundsätzlich. Absolut. Essen kann ich. Ja. Und die wollen wir machen. Du hast gesagt, wie nennst du die Dinger? Das ist hier so eine bayerische Panflöte. Ich finde auch, dass man die gar nicht auspacken muss. Die kannst du so auf den Grill legen und dann direkt wegkauen. Ja. Und die Idee dahinter ist, ich denke, dass das eine schaffbare Portion ist, da sind wir uns einig. Ja, aber wie viel Gramm sind das? 300 Gramm. Ja, das ist auf jeden Fall schaffbar, aber die Zeit. Also wir treten gegeneinander an, ihr könnt praktisch auch gegen uns antreten und eure Resultate immer in Echtzeit bitte. Also keine gefakten Fotos, irgendwie. Wir haben 0,2 Sekunden die weggesnackt. Wir schneiden das nicht? Nein, wir schneiden das nicht. Wir müssen richtig schnell? Richtig schnell. Und ihr teilt die. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden die erstmal grillen. Das zeigen wir euch noch, weil es ein Grillkanal. Ja, und da brauchen wir immer ein scharfes Messer und ein Brett. Das tut ja weh an der Handkante. Das machst du immer so. Tut es weh, nein? Nein. Ja. Oh, ich wollte mal so tun, als wenn du weißt, was Tolles machst immer. Ah, gerutscht. So, also. So. Auspacken, grillen. Ja, das. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht großartig erklären. Wir grillen eine Wurst. Aber die Grundvoraussetzung von so einem Grill, und jeder, der die Dinger schon mal gegrillt hat, ist, dass die Stegebreite noch sind. Kamerakind mal. Dass die Stegebreite nutzt. Weil wenn du jetzt so ein Billion-Baumarkt-Grill hast irgendwo oder aus dem Supermarkt, mit dem du machst mit diesen Breitstegen, dann rollen diese zwischendurch und das wäre halt schade. Und da kannst du sie bloß quer machen. Hier können wir die einfach kreuzen und quer hochschmeißen. Oder es gibt Doppelspieße, die man nehmen kann. Das kann man machen, muss man aber nicht. Also ich würde sagen, pack die ruf hier, grill die vor dich hin. Du kannst den Spieß ziehen, du kannst irgendwo auch mal einen Grillkorb reinschmeißen. Ich bin so in die Pflicht, das Chaos kann auch mal sein. Aber ein Lifehack habe ich für euch noch, und zwar siehst du hier an der Seite diese Kante, die nimmt man immer zum Würste zu grillen. Da kannst du eine Grillen drehen, kannst sie aber auch so im Dutzend drüber drehen. Dazu haben nämlich Grillzangen diese Kante hier. Das ist die ursprüngliche Erfindung dazu. Und ihr wisst jetzt Bescheid, und wenn man jetzt ordentlich gelegt hätte, dann würden sie sich einfacher rollen. Aber ich meinte ja, hier rumpfuschen zu müssen. Ich habe das aber komplett im Blick, dass wir auch gleich viele Würste haben. Ja? Ich habe das komplett im Blick. 14 pro Nase. Ja. Das einzig Gemeine an der Sache, Nürnberger nasche ich ja gerne weg vom Grill. Ich finde, Nürnberger gehen immer. Ja? Gehen immer. Du kannst gerne von meinen schon welche wegnaschen, das ist kein Problem. Nee. Der Klaus isst die ja nicht so gerne, wenn ich mich verraten darf. Ja, ich bin da nicht so. Ich finde die. Also, liebe. Ich muss mich direkt in bei den Franken entschuldigen. Ich weiß, man macht mit eurem Kulturgut keine Challenges, ich mache trotzdem, vielleicht macht es allerdings die fränkische, oder die ist ja keine fränkische, sondern die Nürnberger, die ist ja etwas kleiner als die fränkische, berühmt, obwohl Nürnberger ja eigentlich Franken sind, oder? Doch, schon. Aber fränkische und Nürnberger sind ja bei den Wursten dann doch Unterschiede, weil wollte ich sagen, wir grillen jetzt Wurst. Dass du die nicht magst eigentlich. Ja, dass ich sie nicht mag, wir sind sie eigentlich zu überwürzt. Aber niemand hat gesagt, es soll leicht werden hier. Und genau so müssen die aussehen und die nehmen wir jetzt runter. Für Hashtag Wurst Challenge haben wir die Regeln ja in Abstimmung mit uns selbst festgelegt. Ja, und der internationalen Speed Wurst Challenge Association. Genau, dass die Wurst nicht direkt vom Grill kommt, sondern 7 bis 10 Minuten, das dürfen die Protagonisten aber selber abschätzen, was 7 bis 10 Minuten sind. Absolut. Ruhen darf, einfach um das Ergebnis nicht durch... Ja, es ist nämlich heiß zu verfälschen. Ja, man muss nämlich wissen, bei der ersten Nürnberger Speed Challenge, Wurst Challenge, internationale Meisterschaft, musste abgebrochen werden. Ja. Weil die Würste zu heiß waren. So ist es. Die musste abgebrochen werden und das wollen wir hier nicht riskieren. Genau, und seitdem darf die nicht mehr in Nürnberg stattfinden, sondern nur noch in Fürth. Ja, das führt hier zu gar nichts, glaube ich. So ist das. Klaus, sind seine Würste zu heiß? Wollen wir mal gucken hier. Was haben wir denn? Ist das so eine heiße Wurst von dir? Oh, 55. Jetzt guck mal auf 55. Jetzt guck dir mal deine kalten Finger an. Leichenfinger. Boah, der knirscht wieder. 56.
Jetzt kann ich verlieren, jetzt so, ist mir egal. So. So, ich würde sagen, Marc, wir brauchen eine diensthabende Uhrzeit auf die Plätze. Sollen wir einen Probebiss machen für dich? Nein. Das ist nicht so heiß. Nein. Auf die Plätze, fertig, los. Sind die heiß? Oh, du bist zu schnell. Schubier. Wie viele Sekunden haben wir jetzt? Halbzeit. Oh. Ich muss gleich spucken. Und meine waren ja auch viel heißer, wie man gesehen hat. Eine Minute haben wir. War eine bescheuerte Idee. Er ist doch langsamer, Jungs. Aber wir wollen uns zeigen. Hm. 21. Warte, noch kurzer. 1,25. 1 Minute 25. Ich muss noch mal kurz verabschieden. Oh. 12 Minuten 25, man, was jetzt? War der Zeitlupe. Oh. Wie lange hast du gebraucht? 1,25. Und meine liebe Frau, ich hätte fast gesagt, und meine Mitarbeiter behaupten Stein und Bein, dass ich 2 Minuten 2 gebraucht habe. Und liebe Zuschauer, meine große Bitte an euch wäre, also ich habe verloren, zu Recht, war es wirklich schneller an der Stelle. Ich glaube, ich muss gleich gehen. Wäre, dass ihr nochmal zurückspult, mal mitstoppt, weil das ist ja ohne Cut, wir hatten ohne Cut aufgenommen, ja, ohne Cut. Einfach aufstößen. Wespe, mein. Du trinkst hier nichts von meinem Bier. Dass ihr auf alle Fälle mal mitstoppt und unten runter in die Kommentare schreibt, wie viel Zeit das bei mir war. Und schreibt nicht 4 Minuten 80, dann kann nicht sein. 4 Minuten 80! So. Sehr gut. Also mir war es eine große Freude, dass ihr dabei wart. Mir war eine große Freude gegen dich. Naja, es war unentschieden. War deine Würste waren deutlich kälter, deswegen unentschieden. Ja, ich schlug mich dann schlechter. Also war eine große Freude. Mich freut es, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, dann grillen wir wieder vielleicht mal ein Rezept oder so. Und nicht vergessen, Hashtag Wurstchallenge. Genau. Instagram, Facebook, YouTube zeigen und schneller sein als Klaus. Mit einem Handy Screenshot von eurer Zeit und von dem leeren Teller. Aber nicht faken. Sonst kommt eine Wursthülle. Von daher macht's gut. Prost, Klaus, auf dich. Prost, auf dich.